Gefühl, das habe ich auch gestern in der Runde geteilt, ich bin dieses Jahr 29 geworden. Dieses Jahr fühlt sich an, wie als ob ich erwachsen geworden bin. Die ganzen bisherigen Jahre, wenn ich zurückschaue, ich habe 2013 mein erstes Business gestartet, 2014 habe ich dann das Rohkost 1x1 aufgebaut, 2015 habe ich den Wechsel zum Business Coaching gemacht. 2016 wird, glaube ich, das Jahr der Events. Dann 2017 haben wir unser Space in Berlin ins Leben gerufen, haben 2018 Talentschmiede kreiert. Und alle bisherigen Jahre rückblickend fühlen sich an, wie ich habe mal so ein bisschen rumgespielt. Ich bin in diesem Jahr mega dankbar dafür, was ich im Innern für eine Entwicklung gemacht habe, weil eben die Grundlage für alles passiert ist, was im Außen sich letztendlich materialisieren konnte. Denn ich glaube, das, was dieses Jahr alles passiert ist, da wäre mein 2018 ich gar nicht bereit für gewesen und dementsprechend hätten die Dinge gar nicht passieren können. So wie, dass ich dieses Jahr mega darin gewachsen bin, Verantwortung auch abzugeben und Aufgaben wirklich auch im Vertrauen an andere Leute zu übergeben und nicht die ganze Zeit nachkontrollieren zu müssen und wirklich mein Schicksal in die Hände von anderen Menschen zu geben, weil ich eben nicht genau weiß, wie wird die Grafik gebaut, wie wird mit dem Kunden kommuniziert, ist das geil, ist es nicht geil, ich weiß es nicht, kann es nicht kontrollieren. Ich hatte vor ungefähr 3 Wochen die Situation, dass ich war gerade mit Loa unterwegs, wir waren draußen und dann bin ich an mein Handy gegangen und bin auf Instagram gegangen, weil ich gerade eine Story aufnehmen wollte. Und dann habe ich gesehen, dass in meinem Account ein Post online gegangen ist, den weder ich geschrieben habe, noch den ich irgendwie beauftragt habe und der aber unfassbar großartiges Feedback bekommen hat und die ganze Community geschrieben, oh, mega geil und wow, genau meine Gedanken gerade und so weiter. Und ich lese den durch und denke so, geiler Post. Und den habe nicht ich kreiert, sondern den hat das Team kreiert. Und diese Realisation von, da passieren eigentlich Dinge in dem Unternehmen, die in dem Moment nichts mit mir zu tun haben und die aber das Ziel des Unternehmens, für die Kunden einen Mehrwert zu stiften, so krass erfüllen, weil es großartiges Feedback bekommen hat, einer der besten Posts seit langem und ich nichts aktiv dazu beigetragen habe. Und das hat mir nochmal verdeutlicht, dass wenn es mir gelingt, die richtigen Menschen an die richtigen Plätze zu setzen, dann können wir so viel mehr bewirken als ich alleine. Diese Angst, die man immer wieder hat, wenn man nicht über alles drüber schaut, dass dann irgendwelche gravierenden Dinge schiefgehen, die ist immer unbegründet. Und wenn ich in der Lage bin, mich von dem so ein bisschen frei zu machen, dann geht es erst so richtig los. Und das ist die unmittelbare Voraussetzung dafür, dass 2020, so crazy wie 2019 nur irgendwie war, nochmal umlenkt kommen wird. Da mache ich mir keine Gedanken drüber, dass wir in einem Jahr diese Reflexion wieder haben und uns denken so, boah, okay, 2019 dachte ich schon, das war das krasseste Jahr ever, aber 2020, das war in Wirklichkeit das richtig, richtig krasse Jahr und ich habe das starke Gefühl, dass das für den Rest meines Lebens genauso weitergehen wird und das eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen dafür ist, weil wir halt alle wachsen. Ich freue mich auf das neue Jahr.